Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Nachdem in der letzten Folge unfassbar viel passiert ist, sind wir wieder am Start und wir haben uns diesmal vorgenommen, uns um unsere Jobs zu kümmern. Yep. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen oder ob hier eine neue Beziehung entsteht. Eine neue Beziehung ist ja auch entstanden, wie man hier sehen kann, ist Jan jetzt ein fest befreundet mit Summer Holiday. Ja, das der ist kleinen ja Maus. Schön. So, du bist hungrig, du kommst gerade wieder zurück vom Date hier. Kannst du das Essen auch was ist der denn da? Edamame? Das sind Erbsen. Ja, dann isst du mal mit dem Herrn Cengiz. Mal. Und danach geht's ab ins Bett, ne? Ah. Ah. Was ist denn mit deiner Beziehung zu Cengiz? Die ist noch auch schon so ein bisschen liebespärchenartig. Aber ich denke, wir gehen auch auf so eine Verabredung. Also wir machen das auch schon geil, richtig, ja, ja. Wenn dann schon. Das ist voll geil mit diesen Aufgaben und so. Das hat mir richtig gut gefallen eigentlich. So, und du möchtest gerne mit jemandem, bei jemandem Luft machen oder am Spiegel eine Rede üben oder über Lieblingsrezepte reden. Ja, das kann man doch hier bestimmt machen. Ja, das kann man doch. Das ist doch gar kein Problem, ja, ne? Mit dem Jengis. So, einer geht weg und der andere kommt. Guck mal, dieser Balken unter dem Grün, dieser rosa, ne? Ist das dieser erotische Balken? Genau, also das ist nicht der erotische, sondern sagen wir mal, das ist der Liebesbalken. Und das geht aber, also jeder Charakter untereinander mit dem anderen hat so eine Beziehung, Nee, nicht unbedingt. Also erst wenn man so einen gewissen Punkt überschritten hat, dann wird es erst rosa und vorher nicht. Okay. Na komm, ihr müsst aber was Süßes machen. Oh, ja, geil, er hat mal ein Insta-Story gepostet. Ich bin ein bisschen angespannt, deswegen möchte ich gerne, dass Cengiz hilft mir. Massage? Geht das? Aber und Kompliment machen. Und dann, sie dürfen uns nicht verhaspeln, wir wollen ja hier unbedingt an den wir wollen ja Geld Fähigkeiten verdienen jetzt. Genau. Cengiz hat ja keine Karriere, aber Cengiz hat... Wie viel verdient er denn mittlerweile mit diesen Bildern? 200. Da hat er 200 für bekommen, glaube ich. So, 2600 haben wir. Ich kann jetzt auf jeden Fall erstmal was essen und dann ins Bett. So. Ah, das sind die Fische, die ich gefangelt. Gefangelt hat. Ja, was machst du denn? Tortillas. $5 hat es gekostet. So, Cengiz, was hast du vor? Nicht Fernsehen gucken. Wieso willst du denn Fernsehen gucken? Du bist hier erstmal schön. Ich habe mich geschnitten. Scheiße. Impressionistisches Gemälde malen. Zwei große impressionistisches Gemälde. Was macht André da? Schläft? Kleines Nickerchen. Wie geht's dem denn? Ja, der geht ja super, noch, der kann mal was machen für seine Dings. Der macht mal so, was. Level 2 der Schelmigkeit erreichen. Hat er. Schelmische Interaktion muss er machen. Kann er noch mit. Wann geht der arbeiten wieder? 14 Stunden bis zur Arbeit. Krass. Schelmisch. Unfug. Und Handschuhe. Oh. Unwohl. Scheiße. Hey, was ist denn da passiert? Hä? Säubern. Nee, es ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Achso, ihr geht's nicht gut, deswegen. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Guck mal, als ob André schläft, dann wacht er auf und geht straight zu dir und schockt dich. Was ist denn das? Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendein Gerät, was richtig Spaß macht. Ach, jemand hat gesagt, wir müssen auch mal die Post lesen. Ah, krass. Haben wir aber gar nicht. Haben wir gar nicht. Keiner kennt das. Keiner interessiert es. Oh, danke, André. Ja, super. Das wird zwar im echten Leben nicht passieren, aber wieso hier geht das. Ich fühle mich unwohl. Ach so, weil es scheiße aussieht. Und da gammelt es auch. Ja, ja. Ganz normal bei uns. Irgendwann können wir uns aber auch mal eine Putzfrau leisten. Meinst du? Ja. Ach, kann ich das nicht angeblich hier reinschieben? Nee, kann ich nicht. Das wäre krass. Hat das schon wieder eins fertig gemacht? Nee. Das ist doch geil. Ja, das ist geil. Ist impressionistisch. Unkreativ fühlen. Okay, fühlen. Das ist so ein bedrohliches Gefühl. Ja, ne, als ob hier ein Killer im Raum ist. Ja. So, mir geht's gleich wieder besser. Du hast aber immer noch Hunger, ne? Mir geht's gar nicht gut eigentlich, ja. Komisch. Wollte ich das nicht fertig absetzen? Ah ja, du hast ja Scheiße gebaut, ne? Was liegt da, ein Schwamm? Das hier hat Cengiz geangelt und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Teil für die Küche? Ja, ihr müsst alle mal sagen, was das sein soll. Ja, schreibt es mal rein. Ich weiß es nicht, ihr müsst es mir mal sagen. Keine Ahnung. So, André muss irgendwas Schelmisches machen, sonst kommt der Herr nicht an seine... Aber nicht mit mir. Boom, Mieder. So, Klopf-Klopf-Witz, das ist schelmisch. Witz über Affen erzählen.
Wo bin ich? Ich penne, ne? Ich glaube, ja. Ja. Ich bin auch ein bisschen schwanger. Ja, das ist wieder cool. Was tust du? Jana? I brought the plants. Falsche Selbstsicherheit einflößen? Das ist witzig. Das ist sehr schelmisch. Was sagt er dann? Du bist toll? Du bist ein Adler. Du bist so, ich bin das? Bin ich das wirklich? Du kannst so fliegen, ja, Adler. Ja. Ja. Unfug. Zu falscher Party einladen, das hat man schon mal. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso willst du denn pennen? Ja, der war doch gerade schlafen. Ich verstehe das nicht. Hä? Wieso laufen denn da draußen immer solche Zombies lang, die so kaputt sind? Ist das nicht dieser Lambert? Walking Dead hier oder was? Marco Förster? Ich verstehe auch nicht, die sind einfach alle... Die sind ja alle down. Total, besser, also wir sind besser dran. Krass. Hallo, schlaf nicht in unserem Bett? Ja, gut. So, wer muss als nächstes arbeiten? Es ist 8 Uhr morgens. Okay, Arbeit ist immer wann? 14 Uhr? Ich arbeite nachts. Und Jengis arbeitet gar nicht. Und ich? Wir sitzen hier so stumm. Ja, er trinkt sein so Glas Wasser. Das gefällt mir nicht, Freunde. Ich esse jetzt erstmal fertig. Jetzt muss ich erstmal was essen. Ja, ja. Dann gehe ich schlafen. Spaß ist auch bei dir fast wieder voll. Ja, und Jengis soll mal hier sein. Ach, der hat schon wieder eins. Wie viel kriegt der? Guck mal, wir haben schon 2700. Wow, was möchte der gerne? Getränk. Stark. Freundlich zu Lizzie sein. Ja, freundlich kannst du später noch sein. Oder ein selbstsicheres Gemälde. Was auch immer ein selbstsicheres Gemälde ist. Jengis geht's aber immer eigentlich gut. Ja, aber der muss auch nicht arbeiten. Das heißt, der kann jederzeit seine Bedürfnisse befriedigen. Ne? Stimmt. So, dann bin ich. Aber wahrscheinlich bringt er uns trotzdem das meiste Geld rein, kann das sein? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Krass. Und wie dumm andere gehen, arbeiten, kommen vielleicht mit 200 nach Hause. Er macht hat 200 in einer Stunde oder so. Echt dumm. Ja, so, Jengis. Kann richtig viel malen. Alle am Schlafen. Bumm, geil. Sehr gut. Noch mehr Geld für uns. Noch mehr Geld. So, das ist jetzt wie viel wert? An Sammler verkaufen. Warte, wenn es so drüber geht, 210 ist das wert. Das ist hä? Wie viel hat er denn bezahlt dafür? 100 kriegt man, bezahlt er immer. Immer, dafür. Okay. Ja, okay, das geht noch, das ist okay. Das geht schon. Was heißt das Ansehen? Achso, der ergötzt sich dann an deiner Sache. Als ob man jetzt so pissen geht und jetzt nochmal wiederkommt. Das sieht da wirklich geil aus. Was ist das? Ja, verkauf das. Dann. So, jetzt wie viel? 210? 210. Bumm. Bing, bing, bing. Also, das ist direkt neues. Direkt neues hier, schöne Maschine. Ja. Und was malen wir? Realistisches Gemälde, da hatte ich Bock drauf. Groß. Großes. Auf geht's hier, Maschine. So, es ist 10.40 Uhr. Guck mal, Lektion Spinner. Jengis ist ein Spinner. Spinner ist häufig verspielt. Was ist das? Was heißt das? Ach so, jemand meint übrigens, das machen wir jetzt auch. Wir schalten unsere Lichter auf automatisch. Krass. Das heißt, alle gehen aus, wo niemand ist, weil es sonst eine hohe Rechnung geben würde. Ist das so? Die wir dann per Post bekommen. Ist ja mega krass. Ja, das ist voll realistisch. Das gab es früher, also früher gab es so vieles nicht. Ja, ja. Und wir kaufen uns bald mal dein Vampir-Skill-Ding. Mhm. Das kostet... Da hat aber auch jemand geschrieben, ich habe mir das durchgelesen, da meinte jemand, das ist voll stressig. Ja? Weil der dann... Nee, was war denn das? Auf irgendwas muss man da die ganze Zeit achten oder so. Dann müssen wir uns aber nochmal beschäftigen. Ja, dann müssen wir uns nochmal durchlesen. Ja, ja. So, unwohl, du bist wach duschen. Und du stinkst. Aber das macht nichts, das können wir ja ändern. Ja, ja. Oh, das sieht aber nicht wie, gut das aus. Bad, das... Bäh. Das ist wirklich eklig. Das ist nicht so lecker. Hygiene. So, hey, meine Hygiene ist voll low, obwohl ich mal duschen war. Habe ich so doll gestunken von der Bella. Ne, wie heißt das? Summer? Summer. Was habt ihr denn gemacht, dass du so gestunken? Hormone sind durchgedreht. Wahrscheinlich. Zu viel Stress. Ah, jetzt geht's mir besser. Ja, sehr gut. Ja, nice. Was machst du denn als nächstes? Also Witze schreiben, Musik um 50% und musst um 17 Uhr wieder weg. Oh, müssen wir uns jetzt aber sputen. Und zwar spielst du mal Rock, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Oh, hat das geklappt? Nee, hat das nicht. Steht spielen Rock. Rock. Für mein Ein und Alles, was für ein Tag weiter so durch die Straße runter. Für mein Ein und Alles. Sehr schön. Und was ist Jengis? Was ist los mit dem? Der muss ganz dringend auf Klo. Und wäscht sich erstmal die Hände. Ach so, immer nach dem Spielen. Krass.
Das Bild sieht aber nicht so geil aus. So ein Cartoon, ey, das ist ein Kinderbild. Ja, muss er sich ein bisschen verkaufen direkt, oder? Was hat der da hier gemacht? Ja, ich verkauf's. Er muss pissen. 235. Nicht schlecht. Nice. Gut. Wie lange duschst du denn? Hey, du bist ja schon längst fertig mit Duschen, Herr Meier. Aufhören, Wasser sparen. Hier wird mal geübt jetzt. Hier werdet ihr alle gedrillt. Ja, ja. Ihr solltet jetzt hier gefälligst alle mal schön Geld verdienen, ne? Blase, Hände waschen. Genau. Dann wurde sie los. Also, ja, ja. Ich muss mal wieder was kochen. Ja, machen wir was kochen, ne? Bin ich schon wach? Kann ich schon aufstehen, um was zu kochen? Ja, geh doch. Mahlzeit für alle backen. Was machen wir denn da? Hm. Ich glaube, wir müssen auch mal lernen zu pflanzen, dass wir uns Tomaten anpflanzen und so. Das ist, glaube ich, eine voll die geile Idee. Tortillas mit Soße machen wir. Wo ist die? Nee, die können wir nicht, weil wir... Achso, haben wir nicht. Makaroni und Käse können wir, ne? Ja, das geht doch immer rein. Familiengröße oder Partygröße. Nee, jetzt gehen ja alle... Oder wie lange hält sich das? Ach, scheiße. Voll lang. Beim nächsten Mal mache ich Partygröße. So, Sarah, steh mal auf. Dum, 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 dum. Wer guckt da Fernsehen? Ich. Du, ich habe gerade geübt. Hast du? Ja. Das war aber zu wenig, glaube ich, oder? Das war wohl zu wenig. Errungenschaft, die ganze Nacht, ein Sinn hat 24 Stück, Stück wach gehalten. Hä? Wer denn? Du? Oder nee, Jengis? Ich habe geschlafen. Ja, Jengis hat gemalt, als wir alle geschlafen haben. Das muss er gewesen sein. Du sollst auf jeden Fall spielen. Level 3 der Kochfähigkeit, ja, auch stark. Hört mal auf, hier alle zu essen. Als ob man das auf den Boden stellt. Ich denke, du musst noch ein bisschen warten. Was muss er denn hier machen? Ja, einfach nichts. Der soll am laufenden Band soll der Geld reinholen. So. Alle zu essen rufen. Geil. So. Was mit, guck mal, wie das blitzt. Ja, das so, ne, als ob da so die Kristalle sind. Das macht so gar keinen Sinn. Overall. So. Wann ist dein nächster Job? Ich? 17 Uhr, ich. Du? Und du auch, glaube ich. Was machst du nochmal? Ich bin Tellerwäsche und du, ach, du gehst in einer, ach, gleich musst du weg schon. Ach, krass. Gut, aber die geht's ja, oh nein, das ist Musiküben nicht fertig gemacht. Ey, der hat aber schon zweimal gespielt jetzt. Vielleicht habe ich das Falsche gemacht, vielleicht ist Musik alleine reicht nicht. Die Leiste fühlt sich aber auch sehr langsam da, guck mal. Ja, 50% erledigt. Und dann musst du 16 Uhr zur Arbeit, also eigentlich jetzt. Oh mein Gott. Shit. Nee, in einer Stunde. 17 Uhr. Ich muss um 16 Uhr. Dann hör mal auf, dann geh mal wieder zur Arbeit. Ach, mach das jetzt mal fertig. Perfekt. So, und ab zur Arbeit. So, das ist jetzt drin. Und du hast der Jengis dazu. Jubel mal ein bisschen. Ja, 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 ja. Immer noch 75%. Die Leiste füllt sich so langsam. Ja. Das dauert richtig lange. Oh, das sieht aber süß aus. Oh, wie niedlich, schau mal. Das wird ein schönes Bild. Sieht aber voll unfertig aus. Ja, ist ja auch unfertig. Achso. Ich glaube, das verkaufen wir nicht, das hängen wir mal auf in einem Zimmer. Weil man kann die aufhängen. Ja, krass. Du kannst jedes aufhängen. Ist ja sauschlag. Und man kann auch später ein Gemälde von jemandem machen. Oh, das sieht geil aus. Das hängen wir auf. Schön weiter, Jan. Nicht aufgeben. Der muss ja jetzt in der 10 Minuten zur Arbeit und hat erst 50% erledigt. Wie kann das sein? Ja, Witze schreiben hat er nicht gemacht, oder? Ja. Nee, lass den arbeiten jetzt. 3 Minuten. Er muss los jetzt. Kann auch zu spät kommen. Er muss Geld holen. Ja, abgeschlossen, da steht abgeschlossen. Guck mal. Yeah. Tagesabgabe geschafft. Stark. So, und das hängen wir uns jetzt auf. Wer ist hier mit zurückgekommen? Iiii. Was geht denn hier? Bäh. Ja, Entschuldigung, da wollte ich gar nicht. Ii, hat der Durchfall? Keine Ahnung. Sag. Ah, ah. So, das, oh, wie süß das ist. Das hängen wir uns jetzt erstmal an die Wand. Das ist ja echt stark. Wo hängen wir uns das hin, wo ich es immer sehen kann? Bei der Küche da. Da rechts? Ja, Schiele? Oder? Nee, das sieht komisch aus. Ja, da so. Rechts. Kann man das noch höher machen?
Ja, ja so. Oh, wie süß geil. Das aussieht. Mega geil. Mega cool. Jetzt ist hier alles dunkel, das war echt ein guter Tipp. Vielen Dank an eure Tipps. Also ich lese mir die Kommentare echt durch und die helfen mir auch wirklich viel weiter, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein neues Spiel, ich kenne mich gar nicht aus, dabei habe ich das schon oft gespielt, aber es wurde sehr viel verändert. Es gibt locker auch so viel hier noch, was wir nicht wissen, das ist unglaublich. Ja, okay, der muss erstmal bauen. Ja, so läuft das. So, und dann muss jetzt, der muss immer diese chemischen Interaktionen machen. Irgendwann nervt es auch, dass die immer die gleichen Aufgaben machen müssen. Ja, der muss halt trainieren. Ändert sich im echten Leben auch so. Aber ändert sich das nicht auch, dass man irgendwann mal was anderes besser machen muss? Auf jeden Fall muss der auch schon heavy. Der muss gleich wieder zur Arbeit. War der nicht eben gerade bei der Arbeit? André? Ja. Nee, ach, Jan war das. Ach, du warst das, ne? Ich bin weg, ja. Ich dachte, Jan, was hat André die ganze Zeit? Du bist auch weg, ne? André die ganze Zeit Fernsehen geguckt, der Kleine. Und Cengiz sollte langsam mal schlafen gehen. Der war so. Ach, der schläft schon, ja. Aber geil. Der macht ja ein Nickerchen. Ja, der ist perfekt drauf immer. Aber das Ding ist, André braucht ihn für diese chemischen Interaktionen. Mhm. Was ist wichtiger, Essen oder chemische Interaktionen? Zu viel Geschirr. Naja, nicht, dass der kaputt geht. Okay. So, was ist wichtiger, Hunger oder chemische Interaktionen? Essen? Essen. Okay. So, Essen und dann kann er noch, hat er noch eine Stunde Zeit, um diese chemische Interaktion... Jetzt ist er wieder top in Form. Ja, mega. Jetzt muss er diese chemische Interaktion sofort machen. Einheizen. Ja, das macht er gerne. Was macht er da? Wie ist der mit dem Teller da hingelaufen? Hier, du sollst mit ihm verrückt anfunkeln. Anfunkeln? Das ist so. Glaube ich, mal gucken, ob er das jetzt sieht. Mal sehen. Noch lächelt er, ja, lächelt. Als ob man das macht! Als ob André das wirklich spitz bedrängen. Jetzt musst du anschauen. Uchima. Backpfeife geben. Das machen wir. Arschkuh. Arschkuh. Herr Bolzen, Herr Bolzen, bum 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 bum. Als ob die da nur Scheiße bauen die ganze Zeit. Ja, würde nie funktionieren. 50% erledigt. Scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Oder doch, eine halbe Stunde schaffen wir. Unfug, Backpfeife geben. Unfug. 75% haben es gleich. Komm, wir haben es gleich. Ja, Chagallabu, Aber es schädigt jetzt diese Beziehung nicht? Nee, guck mal, Jens versteht das total. Abgeschlossen. Hey, 2 Tagesaufgaben heute in einer Folge, Leute. Das war mega geil. Ja, perfekt. Vielen Dank, Jengis. Ist voll gut, dass der zu Hause ist, der Hausmann. Brauchst du noch was? Nee. Da kannst du Good job. So, du kannst eh gleich zur Arbeit gehen. Und Jengis möchte gerne was essen. Er möchte gerne schlafen. Ja. Onto kann Sims, die gar nicht schwanger sind, nach dem Entbindungstermin fragen und Sims zum Flitzen anstoßen. Guck mal, warum schläft der nicht richtig? Ich will doch schlafen, Junge. Er hat ja noch Hälfte Energie. Ja, genau, so auf Pen. Guck mal, es ist 21 Uhr und Jengis schläft sein Roman. Ja, wird niemals passieren. Da ist er, der kleine Jan. Inspiriert ist er. Warum? Weil er kreativ ist. Ich frage mich nur, wie man Witze schreibt. Ich glaube hier ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben sehr viel geschafft. Zwar keine Action-Maction-Sachen hier, nicht viel keine großartige, Knutschen. Aber echt, also wir haben viel geschafft, wir muss ich sagen. Wir haben viel geschafft. Auf ja, jeden Fall. Genau. Schreibt uns mal in die Kommentare, was wir als nächstes Tagesziel haben sollten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, nicht vergesst, ich sehe euch. Geil. Bis dann. Tschüssi.